Moin und ups, jetzt bin ich in eine Stufe rutscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode PlayerUnknown's Battlegrounds hier mit einem Live-Kommentar. Diesmal aus unserem Büro in Hamburg. Deswegen ist es der Sound vielleicht nicht ganz so gut, weil ich jetzt ein Headset auf habe, weil wir haben ja noch keine richtigen Mikros. Wisst ihr, das ist eine Sache, um die ich mich heute eigentlich auch mal kümmern wollte. Ich glaube, ich hüpfe einfach mal hier in der Nähe der Schule ab. Ah, während alle anderen wahrscheinlich jetzt nämlich erstmal zu den Häuserkomplexen hüpfen, hätte ich mich einfach mal da rumkaspern. Was auch immer das ist. Nebenher WhatsAppen ist selten eine gute Idee. Na, guck an. Direkt. Das scheint gerade so, als wäre hier draußen noch jemand langgelaufen. Dem Regen immer sehr schwer zu unterscheiden. Ist das jetzt jemand, der hier draußen langläuft? Oder? Okay. Feiner Rucksack wäre jetzt auch noch fein. Ah, da ist doch einer. Feini. Oh, den brauche ich gar nicht. Habe ich nachher was weggeschmissen? Nee, klang nur so. Gut. So, hat sich das Abspringen in dieser Ecke eigentlich relativ gut gelohnt. Und ich bin noch in der Zone. Und hier ist noch ein Auto. Was will man eigentlich mehr? Schöner Scope-Aufsatz. Das wäre noch ganz nice. Das wirkt auf mich hier schon so ein bisschen gelootet. Ob hier oben wohl jemand ist? Dann schon Polizei, weißt du, ja, sogar schon Stufe 2. Wollte ich doch sagen. Ja, sonst findet sich hier leider nichts, was irgendwie wie ein Aufsatz aussieht. Tja. Schade. So ein schöner Aufsatz. Das wäre noch was. Nur manchmal hakt's halt noch, ne? So, der Typ ist da gerade gehalten. Der Fahrer da noch drin? Ne, da.
Hihi. So. Das war schon mal ein ganz netter Start, sag ich mal. Hab ihn auf jeden Fall verjagt mit der Granate. Aha. Ah, oh, waren zwei Versuche. Ich hatte gerade Griff. Kommt erstmal hier ran. Stufe 2 Rucksack. Sonst leider keine Munition für mich. Ah, mit dem Gewehr hätte man ja auch gefährlich werden können. Ach, ich lass die mal hinter mir, die sind ja auch außerhalb der Zone gleich. Ich bewege mich schon mal ein bisschen vor. Besser ist. Puh. Ja. Aufregender Start, aber hat geklappt. Ein Glück hatte ich eine Granate gefunden. Schau ich mit dir? Nee, ich guck mal, was auf dem Weg liegt. Okay, ich habe auf jeden Fall so ein kleines Häusle. Zweifel, dass hier jemand ist, deswegen. Zwar immer auf Nummer sicher auf die Nahkampfwaffe, aber hier sind auf jeden Fall die Türen zu. Den hatte ich eigentlich schon, oder? Vertikalen Vorderschaft. Ja, den hatte ich schon. Bisschen Munition für die M16 war noch ganz nice. Okay, das wird aber ein sehr interessanter Bereich, weil fürs spätere Endspiel, weil ja sehr viel im Wasser jetzt schon liegt. Spannend. Ich schau, glaube ich, hier links nochmal einfach mal rein. Liegt ja auf dem Weg, mehr oder weniger. Zu der Scheune, aber in der Scheune wird sicherlich schon. Da steigen eigentlich immer Leute aus, deswegen dürfte da eigentlich gar nichts mehr großartig sein. Und jetzt habe ich gerade irgendwie total den Faden verloren. Das sieht auch noch sehr ruhig aus. Vektor. Was für eine Munition braucht die Vektor wohl? Die hier. Alles klar. Dann, ich habe noch nie mit der Vektor gespielt. Schalldämpfer für die M16. Das ist natürlich
Holla, die Waldfee, nice. Nice, nice, nice. Da noch ein Rotpunkt für den Vektor. Heute habe ich so ein bisschen Lootglück. Das ist doch schon mal schön, schön, schön. Für die Vektor und achso, ja gut, okay, da habe ich den Dings drauf. Den Schalldämpfer, den finde ich auch geiler jetzt. Den habe ich auch noch gar nicht so oft gefunden. Okay, den brauche ich in dem Sinne nicht. Erweitertes Magazin. Damit wäre die M16 auch ausgestattet. Also voll ausgestattet. Außer die Munition. Die fehlt mir für die M16 tatsächlich noch. Und auch hier ist davon nichts zu finden. Zwei UMPs. Eigentlich alle Munitionstypen gefunden, außer die für die M16. Oh. Jetzt bin ich hier noch raus. Für die M16. Okay, das wird jetzt spannend. Scheinbar habe ich ihn relativ heftig getroffen. Hui! Adrenalin! Hallo! Wo ist er wohl hin? Das ist nicht unser werter Gesuchter. Thank you.
Irgendwie treffe ich gerade nichts. So, Verband. Hat er sonst noch irgendwas? Auch keine Munition für... Dann... Scheiße, jetzt höre ich gerade irgendwie was. Kommt die Vektor nochmal hin. Das heißt, dann nehmen wir jetzt die AK. Dann habe ich jetzt wenigstens mal ein bisschen Munition für die Waffe mit dem Schalldämpfer. Und dann heile ich nochmal eben einmal. So. Hui. Das war jetzt aber ein langer Kampf, aber ich habe ihn erwischt. Huiuiuiui. Scheiße. Das war nah. Ich bin eigentlich relativ gut ausgestattet, deswegen muss ich mich eigentlich gar nicht... auf ein großes Scharmützel hier einlassen. Ich hoffe mal, die Schüsse kommen von hier. Dann schleiche ich hier mal rum. Na gut, schleichen ist das auch nicht. Nee, da brauche ich glaube ich gar nicht reingucken. Ich glaube ich... nee, das ist auch nicht im Bereich drinne. Weil ich noch ein bisschen Zeit hätte, aber... Nein, nein, nein. Auto, Auto, Auto. Gut. Der hat mich gesehen. Hat mich auch gewundert. Dann... auf Schuster rappen einfach mal weiter. Auf jeden Fall denke ich mal über den Berg nochmal rüber. Ah, dann kommt da, ist da die große Siedlung. Ist das. Aber darauf wird sich das wahrscheinlich nicht fokussieren. Hm. Erstmal den Berg. Und dann schauen wir mal weiter. Hier könnte auf jeden Fall jemand schon warten, aber dann habe ich den Höhenvorteil. Das
erstmal 40 Schuss AK. Wenn ich Kontrolle habe, dürfte das eigentlich ganz cool werden. Da waren Schüsse, aber die waren weit weg. Oh, da vorne ist ein Drop. Fachsucher. Und eine Aff. Alter. Sniper. Alter, geil. Heftiger Scheiß. Da war keiner an dem Drop dran. Jetzt eigentlich eine gute erhöhte Position. Das ist jetzt aufregend. Da hat sich auf jeden Fall jemand bewegt. Ich weiß nicht, ob dieser jemand mich gesehen hat. Okay. Heftiger Shit.
mitten in dem Bereich. Puh. Okay, wo kam das her? Da läuft auf jeden Fall jemand. Puh. Aufregend. Da läuft jemand. Das sind gut 200 Meter. Und weg. Alter, ist das Ding übermächtig. Alter Verwalter, ist das krass. Der Jeep stand oder eben noch nicht, oder? Hm. Okay. Oh shit. Oh shit. Das darf natürlich eigentlich nicht passieren. Liegt da wer? Ja. Würde ich das sagen, die Bewegung habe ich gesehen. Direkt getötet. Kommt noch jemand zweites hoch. Okay, den hat es zerrissen. Aber wo kam das her? Okay, der wusste, wo ich bin. Oh, shit. Und jetzt bin ich nicht mehr im Bereich drin, sehe ich gerade. Aber noch ist alles... Okay, noch ist alles okay. Scheiße, der hat gar nicht... Oh nein, ich habe gar nicht durchgeheilt, ich Trottel. So. Ach, scheiße, das, die Kollisionsabfrage ist hier aber echt für einen Eimer, ey.
Noch drei. Wo sind sie? Ah! Nein! Ach komm! Wo war der denn wohl? Ach, fuck. Oh nein, und es starb noch einer außerhalb des Bereichs. Hätte ich den erwischt. Der muss irgendwo rechts vor mir gewesen sein. Ah, ja, aber es war eine sehr, sehr aufreibende Runde. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei. Und wir sehen uns in weiteren Episoden. Player Unknowns Battleground, so ist richtig. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss.